Material. Ja. Das bedeutet, ich habe jetzt zwar ein Messer. Aber ich habe nichts weiter. Warte mal, warte mal, warte mal, komm. Zeig mir ein Jagdgebiet. Come on, hier muss doch irgendwo ein Jagdgebiet sein. Das kann doch nicht sein. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich glaube, weil es regnet. Kann das ein Grund sein, dass es regnet und wir deshalb keinen Fisch finden? Wäre zwar komplett weird, aber könnte ich mir jetzt noch so vorstellen. Ich bin hier im Wasser. Und ich krieg kein Jagdgebiet angezeigt. Ich muss dann nochmal über die Bücher. Aber zuerst mal hier bei der Verwaltung. Pflanzenart ändern. Kohl. So. Okay, das untere steht, das muss noch gemacht werden. Jetzt hier kann man ernten. Hier kann man ernten. Hier. Und hier noch. Wo muss ich hinrennen? Ja, Zerika, okay. Das könnte noch was werden, ne? Kein Werkzeug, kein Säckli hat der. Oh, ja, dann, ich muss kurz zurück. Falsche Richtung.
richtige Richtung. Ich muss ihm ein paar Säckli da lassen. Sonst kann der nicht anbauen. Warte mal, was braucht er denn alles? Nicht so schauen, sondern Landwirtschaft, Scheune. Warum steht das dann da nicht? Ich glaube, der braucht dann auch eine Steinhacke. Ich lasse dann mal die Steinhacke auch gleich fertigen. Steinhacke, Holzstamm, Stein. Holzstamm und Stein. So. Dann habe ich ja hier meine Säckli, oder? Wo ist meine Säckli? So, Säckli da lassen. Einmal fertigen, bitte. Keine Produktion, keine Produktion. So, Steinhacke dreimal. Steine wieder rein. Holz, Stamm auch. Holzstamm auch. Gut, jetzt hat er nur noch hier Probleme. Eine Sichel braucht er auch noch. Okay. Und was brauche ich für die Sichel? Stock und Stein. So, Stein, Stein, Steine sammeln. Pilsen drauf. Für Pilsen? Vier Sicheln. Sicheles fertigen. Sicheles, nicht Sicheles. Sicheles ist was anderes.
Oh, du haben wir Steinstock. So. Ich hoffe, der Regen hört dann irgendwann mal auf. Der erste Tag ist dann eh sowieso schon fast durch. Und wir rennen jetzt mal Richtung Jezerika. Jezerika. Alles Fleisch verbraucht. Für unsere Angebetete, um irgendwas bei einem Fischer zu kaufen. Besser gesagt beim der Meisterfischer. Mal schauen, was der Meisterfischer kann. Ich bin ja mal sowas von gespannt. Ja, ja, noch 1500 Meter. Ja, ja, das schaffen wir schon. Oh, die haben auch Zwiebeln zum Ernten. Und Weizen. Mal wieder schnell speichern. Aber dass er mir die Jagdgebiete nicht mehr anzeigt. Ich glaube wirklich, dass es der Regen ist schuld dran. Anders kann ich es mir nicht erklären. Weil hier wäre Fuchs zum Beispiel. Das sagt er ja einem auch nicht. Hm. Muss nochmal über die Bücher mit den Dingens. So, für die Jezerika sind wir auf dem richtigen Weg. Jetzt kommt's wieder. Hä? Ich versteh's nicht. Ich verstehe es nicht. Taube. Jetzt kommt's wieder mit dem Jagdgebiet. Wolf. Wolf, das wollte ich eigentlich nicht lesen. Kaninchen. Das mit den Fischen, das nervt mich gerade. Ich studiere auch die ganze Zeit, warum es mir jetzt den Bug nicht mehr. Hier zeigt es mir an, Jagdgebiet dies, das, Ananas. Warum zeigt er mir das in den Bergen an und im Tal nicht? Macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Vielleicht, sie bestimmt wieder ein Patch und dann ist da wieder alles ein bisschen anders. Sie haben ja irgendwas haben die angepasst, glaube ich, mit dem Elchen oder so. Muss ja nochmal einlesen dann. Was jetzt da genau gegangen ist und dann sieht es dann vielleicht auch schon wieder für uns anders aus.
Übrigens, so über die Berge zu reisen, das geht am schnellsten. Ich dachte, das sei irgend so ein Bärfell. Verdammtes Bärfell. Bärenfell. Oh. Kaum sag ich es. Schon befinden wir uns in dem seinem Jagdgebiet. Aber eben, ich vermute mal, weil es regnet, kommen die Tiere nicht raus. Deshalb kann ich ja über Stock und Stein hier rennen, wie ich will. Das wäre ja sonst niemals machbar. So, wir sind bei Jezerika. Oh, der Meisterfischer ist bestimmt der, der mit der Tante da mitgeht. Barsch, hier steht's! Roland Ansprüche. Hallo, meine Frau hat mir von dir erzählt. Tut mir ehrlich leid, Junge. Die Schuld dafür kannst du aber wirklich nicht mir geben. Ich kann nichts dafür, wenn sie nicht aufhören kann, an mich zu denken. Das ist einfach der Effekt, den ich auf Frauen habe. Wie bitte? Es geht um deine... Was ist bloß dieses Mal? Mein perfektes Lächeln, mein unglaubliches starke Arme, meine wie ein feinsten Marmor aus dem Herzen eines bergmassiv gemeißelte Kieferpartie. Deine Fischsuppe. Oh ja, dann mein Fehler. Ich bin auf so viele Arten legendär. Da vertut man sich schon mal. Offenbar, ich hätte gerne eine Schale deiner Fischsuppe, wenn es geht. Sicher, aber hättest du nicht sogar noch viel mehr Lust auf eine Wette? Was für eine Wette? Wie wäre es mit einer kleinen Wettfischen? Ich wette, ich erwische mehr Fische als du in, sagen wir, einer Stunde. Moment mal. Nennt man dich nicht einen Meisterfischer? Sehr richtig. Wobei mich mancher wohl auch den Plötzenflüsterer nennen würde. Stehst vor dem verdammt besten Fischer im ganzen Reich. Ja, das richtig gehört. Im ganzen Reich. Der Beste im Tal war ich schon vor meinem 15. Geburtstag. Der Push, ne? Und wieso sollte ich dann herausfordern? Ich kann doch nur verlieren. Ha, deine Unterwürfigkeit amüsiert mich, aber dein Zögern, dich auf die Wette einzulassen, nicht. Ich wette 50 Münzen, dass du mir diese Suppe nicht verkaufen wirst. Mir gefällt deine Art zu denken, aber so leicht kommst du mir nicht davon. Hier hast du das Geld. Ha, ich wette, das hast du nicht kommen sehen. Was? Tut mir leid, aber doch. Verflucht, du bist ein besserer Spieler, als ich dachte. Was? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber ich hätte wirklich gerne etwas von deiner Fischsuppe. Warte, ich muss unsere nächste Wette gewinnen, egal welche du suchst. Ich wette nochmal 100, dass du es nicht schaffst, 5 Minuten lang still zu sein. Fische sind dämlich. Du bist dämlich, Mist! Könntest du bitte damit aufhören, mir dein Geld zu geben? Nimm einfach etwas davon wieder und gib mir die Suppe. Schön, keine Wetten mehr. Trotzdem werde ich dir die Suppe nicht einfach so verkaufen. Ich schlage einen Tausch an die Frau. Was brauchst du? Ich mag der absolut beste Fischer sein, den es überhaupt gibt, aber ich bin kein so guter Jäger und ich wollte schon immer einen Wiesenschädel haben, zur Dekoration und so. Wenn du mir einen besorgst, gebe ich dir die Suppe. Also gut, ich besorge dir, was du willst. Oh nein. Einen Wiesenschädel. Der hat mit mir gewettet. Wir haben die Wette so benutzt, dass wir Plus gemacht haben. Einen Wiesent will der gute Herr. Aber bevor wir den Wiesent jagen gehen. War's das für diese Session? Oh. Wir haben jetzt 2 Stunden lang
Also 4 Stunden insgesamt gestreamt und ja. Für die Session ist. Was das? 7.11. Jetzt. 17 Tage. Ist das ja schon gehabt. Gut. Dann nächstes Mal jagen wir einen Wiesenschädel. Ich muss nochmal mit dem Dingens, mit dem Fisch hier schauen. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Und ich sag.